Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Mein heutiger Gast ist Autor der SWR-Trickfilmfiguren Äffle und Pferdle, kennt man nur, wenn man aus der Region kommt, und seit 2010 auch die Äffle-Stimme. Er war viele Jahre in Führungspositionen internationaler Medienunternehmen tätig und an Publikationen der Pferdezeitschrift Wendy, dem Stadtmagazin Prinz, aber auch Mickey Mouse und Asterix beteiligt. Er co-moderiert die Veranstaltungsreihe Comics und Bier und hat durch seine Arbeit auch Comic-Legenden wie Donald Duck-Zeichner Karl Barks und den Asterix-Schöpfer Albert Uderzo getroffen. Ihr merkt also schon, die Aufgabe wird heute sein, nicht zu sehr abzuschweifen, weil wir natürlich über alle möglichen Themen reden könnten. Wir reden aber heute vor allem über Comics in Deutschland. Herzlich willkommen in der Neurotainment-Show Heiko Volz. Ja, hallo Andreas. Ich bin gespannt, was du mich jetzt alles fragen willst, was unsere Themen sein könnten. Dieser Podcast erzählt dir Geschichten aus der Welt der Science-Fiction, aus Kunst, Kultur und Wissenschaft, lässt dein Nerdherz höher schlagen und verbessert ganz nebenbei zusammen mit dir die Zukunft. Herzlich willkommen zur Neurotainment-Show von und mit Andreas Z. Simon. Auch ich war schon früh Comicleser, Comicfan, Comicsammler und wollte auch irgendwie mehr mit Comics zu tun haben. Habe mich dann auch mal beworben für ein Praktikum in einem Comicladen. Da bin ich aber leider nicht genommen worden. Wie bist du denn dazu gekommen, auch mit Comics zu arbeiten? Ja, ich wollte eigentlich Tierpflege werden oder Bademeister, Schwimmmeister und daraus wurde nichts. Ich war bei schlechtem Wetter immer in der Wohnung und habe viel gelesen. Und als ich damals Asterix oder Mickey Mouse oder Sonstiges las, hätte ich mir natürlich nie vorstellen können, dass ich da mal lande. Aber ich hatte das Glück, das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass der EHAPA Verlag nur zwei Orte weiter war. Man hat gerüchteweise immer was gehört, ja, dass Leute zu den Containern pilgerten und sich da Comics gemobst haben. Habe ich nie gemacht. War wahrscheinlich auch mein Glück, dass ich dann später genommen wurde. Ich habe mich dann als Verlagskaufmann beworben, die Ausbildung da gemacht. Später habe ich dann noch Wirtschaftswerbung und Marketing studiert und landete dann irgendwann, das war glaube ich 87, im Marketing, im Produktmanagement beim EHAPA Verlag. Und da betreute ich dann verschiedene Comics. Irgendwann wurde ich dann Marketingleiter und Verlagsleiter. Aber das war so mein Einstieg. Und plötzlich war ich und mein erstes Produkt als Produktmanager oder als, damals war ich glaube eher noch so Junior-Produktmanager oder Marketingassistent, war Asterix. Das war 87. Da erschien Asterix im Morgenland, Band 28. Ja, das war dann ja schon die Phase, wo Albert Uderzo alleine auch die Texte geschrieben hat für die Asterix-Comics. Ne? Also die Phase nach René Goscinny. Ja, den habe ich leider nicht mehr kennengelernt. Ich habe 80 bei EHAPA angefangen. Der ist, glaube ich, Ende der 70er gestorben. 78 oder so, glaube ich. Schade. Der hätte mich sehr interessiert, weil das war für mich der Autor, der Geschichtenschreiber an sich. Ja genau, also wer das nicht weiß, Asterix wurde damals von dem Duo Albert Uderzo und René Goscinny ins Leben gerufen. Goscinny war der Autor, Uderzo der Zeichner und Goscinny kennt man auch von anderen bekannten Werken aus der Zeit wie Isnogut oder Upapa gab es dann noch und Lucky Luke natürlich als bekanntester Vertreter und er hat auch die Bücher um den kleinen Nick geschrieben. Das sind Kinderbücher, die ich wirklich sehr witzig finde und bis heute sehr gerne mag. So, und bei diesen Dingern warst du jetzt quasi Produktmanager. Jetzt ist die Frage, was macht eigentlich ein Produktmanager? Ja, Produktmanager, das ist so der klassische Marketingmann. Und wie definiert man Marketing? Es ist immer Gewinnoptimierung. Du nutzt alle Marketinginstrumente, so die Klaviertastatur des klassischen Marketings, hat sich mittlerweile auch einiges geändert natürlich, um so erfolgreich mit diesem Magazin oder mit dem Produkt zu sein wie möglich. Also du betreust das Produkt,
gut, Asterix, da musste ich nicht viel am Produkt machen. Preispolitik spielt noch eine Rolle. Auch das war eigentlich auch eine Automatik, da musste ich auch nicht viel. Hauptsächlich kümmerte ich mich um die Kommunikation, um die Pressearbeit, habe mir Gewinnspiele ausgedacht, Aktionen im Handel, alle lauter Maßnahmen, wobei man sagen muss, bei Asterix keine schwere Aufgabe. Asterix war und ist schon immer ein Selbstläufer. Und ich glaube, wenn man jetzt alle, ich glaube, mittlerweile sind es über 40 Bände oder um die 40 Bände, wenn du die anguckst, die haben sich alle ungefähr gleich häufig verkauft. Das liegt immer, glaube ich, so zwischen 2-3 Millionen. Das ist immer einmal aus dem, wenn einer neu erscheint und dann rutscht der ja weiter ins Sortiment und ist ja auch über alle Jahre dann immer wieder, also immer wenn was Neues, die werden ständig immer wieder ausgeliefert und gerade wenn ein neuer Band kommt, es gibt natürlich immer wieder so einen Schub und dann versucht man immer wieder die ganze Palette in großen Verkaufsdisplays mit Gewinnspielen zu vermarkten. Aber Asterix ist einfach, ja, das ist so ein Kulturobjekt, gar nicht wegzudenken. Ja, und jetzt hast du den legendären Asterix-Comic-Zeichner auch persönlich kennengelernt. Wie war das denn? Ja, Uderzo kam natürlich häufig mal in Verlag. Und ja, jetzt mein Französisch ist nicht so, dass ich mit ihm da lang plaudern konnte, aber natürlich begrüßen. Und es war natürlich für mich auch eine Ehre. Weil, kannst du dir vorstellen, das war ja fast ein Kindheitstraum, den ich ja noch gar nicht träumte als Kind, weil ich ja gar nicht dachte, dass ich irgendwann mal... Ich war ein Wahnsinns-Fan und das ist bei vielen Dingen so, wo ich früher Fan war, mit denen habe ich heute zu tun. Also vieles aus meiner Kindheit spiegelt sich auch im Jetzt wieder. Egal, was ich gelernt oder studiert habe, mache ich Dinge, die mich als Kind schon begeisterten. Asterix war mein erstes Produkt insgesamt. Ich habe mal kurz überschlagen, war ich ungefähr an 30 verschiedenen Themen dran. Also auch Isnogut habe ich betreut oder ja, Lucky Luke und irgendwann hat man mich dann rausgezogen aus dem klassischen Produktmanagement und wollte, dass ich Neuprodukte entwickle, was natürlich super spannend war und noch viel mehr so meinem Naturell entsprach, so ja, eine neue Welt, also denkt mal an die Enterprise, so in neue Galaxien vorzustoßen. Und was hast du dann in dieser Phase entwickelt? Das Erste, wo ich mit dabei war in der Entwicklung, war eine Pferdezeitschrift für Mädchen. War natürlich jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber als Marketing, das Erste, was als Marketingmann, das Erste, was du lernen musst, ist, dass ja der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Und so machst du halt Produkte und da musst du dich auch ein bisschen rausnehmen und sagen, okay, du musst dich in die Zielgruppe reinversetzen und darfst nicht immer vom eigenen Geschmack ausgehen. Wobei mich Wendy, also die Zielgruppe von Wendy, waren Mädels, die hatten Pferde oder sind geritten oder sie träumten von Pferden, was bei mir beides nicht zutraf. Aber durch Wendy kam ich zum Reiten, weil ich mich dann irgendwann mehr für die Zielgruppe interessiert habe und mich da mehr reinfühlen konnte und habe dann, das war auch 87, 88 mit Reiten angefangen, was ich heute auch noch mache. Ich bin hängen geblieben. Durch Wendy kam ich zum Reiten. Andere kamen durchs Reiten zu Wendy. Bei mir war es andersrum. Okay, also was jetzt die Hörenden hier nicht wissen, ich sehe dich ja gerade auch und hinter dir sehe ich sehr viele Figuren, also wirklich ein Meer an Figuren. Wenn ich das richtig sehe, auch tatsächlich alle so ein bisschen aus dem Western-Bereich, oder? Schon immer. Ja, ja. Also ich bin in 16, 17 aufgewachsen. Heute habe ich es mehr mit Piraten geschäftlich zu tun. Damals war es für mich einfach Cowboy, Indianer war immer mein Thema. Wobei es nie Karl May war. Lederstrumpf ja, Karl May nicht. Aber ich habe schon immer, war ich immer, beim Ritter hatte ich auch und Wikinger und so. Aber es waren immer diese Western-Welt. Und ja, heute verwandle ich so alte Actionfiguren aus den 70er Jahren. Die sind alle so, also im Kopf kleiner als Barbie. Eignen sich also nicht für irgendwelche Tanzpartys mit Barbies, weil die haben auch noch ihre High Heels an, dann sind sie zwei Köpfe größer als Big Jim. Und dann fragt man sich, warum heißt der jetzt Big Jim, der Zwerg? Und die bastle ich um, die sind so voll beweglich. Das ist auch der Unterschied zwischen Actionfigur und Puppe, dass man die in verschiedenen Aktionen, also positionieren kann. Und die versuche ich, aber
sehr authentisch. Ich habe viele Westernbücher und alles Mögliche. Ich filze Hüte selber, ich bastel Klamotten. Und mittlerweile sind es 500-600. Ist der Wahnsinn hier. Du siehst nur einen Teil oder hier einen kleinen Monitorausschnitt. Es sind sehr, sehr viele, ja. Und ich bin auch dann, war ja klar, vom klassischen englischen Reiten bin ich dann irgendwann 2008 oder so zum Westernreiten gekommen. Und da hast du natürlich die cooleren Klamotten an. Sie kennst du ja jetzt von Olympia, enge Hosen, alles unbequem, bescheuerte Helme auf. So ein, beim Westernreiten sieht man ein, ist man cooler. Okay, also da haben wir jetzt zumindest schon mal ein Bild von dir, so mit Cowboyhut und so. Du bist ja aber auch so ein bisschen schuld daran, dass es heute so viele Spielsachen an Comicheften angeheftet gibt. War das auch in dieser Phase oder wie kamst du dazu? Ah, nee, das war vorher sogar noch, da hatten wir gar nicht so klassisches Produktmanagement und Marketing, da war es mehr eine Werbeabteilung. Und während meiner Ausbildung war ich da in der Werbeabteilung und hat sich relativ schnell herausgestellt, dass ich ein Händchen hatte, um diese Gimmicks, diese Bastelgeschichten, diese Extras, die in der Mickey Mouse waren, die zu entwickeln. Und da habe ich dann schon in meiner Ausbildung einfach so nebenher, das waren teilweise Spiele, die ich oder Dinge, die ich als Kind für mich und meine Schwestern entwickelt habe, habe ich einfach nochmal zusammengebastelt und habe das denen vorgestellt und gesagt, guck mal, das könnte doch was sein für die Mickey Mouse mit Mickey Mouse Motiven. Und ja, das war dann so, als ich dann da in der Ausbildung war, ich glaube 2-3 Monate war ich da in der Werbeabteilung, habe ich die Extras entwickelt und als ich in der Ausbildung dann in andere Abteilungen kam, habe ich weiterhin, auch später, als ich schon mit der Ausbildung fertig war, habe ich immer wieder meine Mickey Mouse Bastelbögen oder Bastelideen, Extra-Ideen eingebracht, die es dann auch dann in der Mickey Mouse gab. Und durch deine Arbeit am Mickey Mouse Magazin hast du auch Karl Barks kennengelernt. Also das Karl Barks ist, wer es nicht weiß, der berühmte Donald Duck Zeichner, der eigentlich so immer auch so diese ersten 10-seitigen Donald Duck Comics, womit das Mickey Mouse Heft immer begonnen hat, anfängt. Das gab es ganz lange immer so als ersten Comic-Titel und dann gibt es auch noch andere, es gibt so Donald Duck Gemälde und sowas, das ist auch von Karl Barks. Also war das auch die Phase, wo du dann Karl Barks tatsächlich getroffen hast? Ah, viel, viel später. Ja, das war eigentlich, um das kurz zu erzählen, da war ich schon beim Dino Verlag, da war ich gar nicht mehr EHAPA und da waren wir in New York auf Geschäftsreise. Damals habe ich ein Wrestling-Magazin gemacht und habe die Wrestler in den USA besucht, Hulk Hogan und so. Und mir fielen nachts am Broadway auf Trickbetrüger rein, die haben uns abgezockt, wir haben das aber dann gecheckt, haben die verfolgt. Und auf abenteuerliche Weise kam ich wieder an unser Geld ran. Man muss sagen, ich bin auch schon seitdem ich 14 bin Kampfsportler. Habe auch einen schwarzen Gürtel in Kung-Fu mittlerweile, also schon lange natürlich. Und bin da manchmal vielleicht ein bisschen unvorsichtig und zu couragiert. Auf jeden Fall habe ich mir das Geld wieder geholt. Als wir zurückkamen, hat sich das wie ein Lauffeuer in der Comic-Verlagsbranche rumgesprochen. Und als es dann hieß, wir brauchen jemanden, der auf Karl Barks ein bisschen aufpasst, der war da in Stuttgart, Mensch, dann nehmen wir doch den Heiko, ne? Dann wissen wir, dem Karl Barks klaut keiner das Geld. Und wenn, dann holt der Heiko es wieder für Karl Barks zurück. Und als ich ihn kennengelernt habe, da war er auch schon über 90. Deshalb sonst hätte er ja auf sich selbst aufpassen können. Und da war auch die Erika Fuchs, das ist die Disney-Übersetzerin in Deutschland gewesen. Und da haben wir dann auch noch gewitzelt. Irgendjemand hat ihn dann auch gefragt, oder habe ich ihn gefragt? Das weiß gar nicht mehr. Schon so lange her, war glaube ich 94 oder sowas circa, wurde er gefragt, ja Mensch, die Erika Fuchs, das war doch eigentlich auch ein ganz flotter Feger, ob die für ihn nie interessant gewesen wäre. Und dann hat er gleich abgewunken und hat gesagt, ach, das junge Ding. Und als er das erzählt hat, 1994 war Karl Barks also schon über 90 und die gute Erika Fuchs ist nur ein paar, maximal vielleicht 5 Jahre jünger als er, aber das hat gereicht, um die anwesend war und auch schon Ende 80 sagen, ja, das war doch immer so ein junges, ist doch so ein junges Ding für mich gewesen. Ich habe dann auch Don Rosa kennengelernt, das ist auch ein ganz bekannter
Disney-Zeichner. Das war auf der Buchmesse in Frankfurt. Der hat dann von mir auch eine Karikatur dann angefertigt. Habe ich aber leider nicht mehr. Also für mich gab es immer nur einen, das war Karl Barks. Und ich habe ja, das war ja für mich nichts Besonderes, wenn ich jetzt den Morris von Lucky Luke oder die habe ich ja immer um mich rum oder von Isnogut. Ja, das waren meine Geschäfte, meine Kollegen. So, jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, dass du so ein bisschen dran mitschuld bist, dass es überhaupt Spielsachen oder so kleine Zusätze quasi an Comic-Heften gab damals im Mickey-Maus-Heft. Heute ist es ja tatsächlich so, wenn du in eine Comic-Abteilung irgendwie im Kiosk, Buchhandel, wie auch immer gehst, dann gibt es eigentlich nur noch Spielsachen, wo so ein bisschen Comics dranhängen. Also da ist es mittlerweile komplett anders herum. Also alles nur in so Tüten verpackt. Wie empfindest du persönlich diese Entwicklung? Ja, ich finde persönlich, der hat sich schrecklich entwickelt. Damals gab es die Hefte, war alles aus Papier, war auch nicht schlecht. Und dann hat man irgendwann, es gab damals nur das Yps-Heft und das Yps war eigentlich ein Spielzeug mit der Bastelanleitung. Und am Anfang war EHAPA Marktführer mit ungefähr 85% Marktanteil, hat sich selber nicht Konkurrenz machen müssen. Mittlerweile gibt es ganz viele, weil auch EHAPA sich verkleinert hat und umgezogen ist. Dann nach Berlin hat sich aus EHAPA haben sich plötzlich mehrere Verlage entstanden in Konkurrenz. Und die Konkurrenz hat da, also man hat versucht, sich gegenseitig mit irgendwelchen Extras und Super-Extras zu überbieten. Und die waren dann aus Kunststoff und das Heft war eingeschweißt. Also finde ich eine sehr traurige Entwicklung. Aber das kam durch diesen Konkurrenzkampf. Jetzt hat der eine ein Extra gebracht. Ich weiß auch, in den 70ern oder so, wenn du dann im Kiosk warst, da gab's die Mickey Maus, Felix und Fix und Foxy. Zum Beispiel gerade, wenn du im Urlaub in Italien warst und dann war da vielleicht ein Tattoo. Das eine hatte ein Tattoo, das andere ein Aufkleber. Die Sachen waren alle aus Papier. Das war natürlich viel leichter und effektiver, das zu recyceln. Wenn heute Hefte nicht verkauft werden, müssen die auseinandergerissen werden und nach den verschiedenen Wertstoffen geteilt werden, so wie wir unseren Müll trennen. Also es ist, finde ich, schade, dass alles dann, und mittlerweile gibt es auch fast nur noch Geschichten, wo es bereits schon Merchandising gibt, sei es Spielzeug oder Filme, und man hängt sich über Lizenzrechte, die man einkauft, hängt sich da dann dran. Das finde ich schade. Aber es gibt ja den anderen Part, gerade bei wo ich da Mittalker bin bei Comics und Bier, da reden wir natürlich über Graphic Novels, also richtig hochwertige Comicbände mit natürlich verschwindend geringen Auflagen. Vielleicht gerade nochmal zur Konkurrenz und zum Markt. Ich muss ihn nochmal nachgucken. 89 war der Mauerfall und das war die Hochphase für Mickey Maus. Wir haben 89 wöchentlich, also der Peak war über 1 Million verkaufte Mickey Maus Hefte. Wöchentlich. Und aktuell, habe fast geweint, als ich das gerade gesehen habe. EHAPA, zweites Quartal, 24, aktuelle Zahlen. Erstens erscheint die Mickey Maus nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch alle 2 Wochen und verkauft sage und schreibe, jetzt lasse ich dich mal raten. Oh, da bin ich wahnsinnig schlecht in sowas. Also vorher war es 1 Million, also was heißt vorher? Damals. Es sind heute nur noch 60.000. Krass. Das sagt viel aus. Und man muss natürlich auch sehen, dass es jetzt natürlich eine ganze Bandbreite an Sachen gibt. Damals gab es nicht so viel. Und die Verlage, ja, die vermindern natürlich das Risiko, indem sie schon eine vorverkaufte, nicht mehr erklärungsbedürftige Lizenz als in Printform herausbringen, weil alles andere ist viel zu schwierig, zu kompliziert an Mann zu bringen. Ja, also wir haben gerade bei Comics und Bier, wenn wir da monatlich immer über 4 Comics sprechen, haben wir auch immer wieder auch deutsche Comics dabei. Und ich kenne viele deutsche Comiczeichner. Ganz schwieriger Markt. Das ist, das sind Auflagen, die sind minimal. Und wenn man überlegt, wie lange da so ein Comiczeichner, und manchmal ist es ja sogar
im schlimmsten Fall, was heißt im schlimmsten Fall, aber ist der Comicmann, der Autor, Unterzeichner, also der sitzt ja ewig dran und man kann sich nachher ausrechnen, was der an Autorenlizenzen bekommt. Also davon kann man eigentlich nicht leben. Und da kann man noch so gut sein. Also ich kenne viele deutsche Comiczeichner. Was müsste man denn vielleicht tun, damit sich das in Zukunft ändert? Also was wäre da so deine Einschätzung? Wie kriegt man mehr zum Lesen von Comics und überhaupt? Du und ich, wir sind ja beides auch Kinderbuchautoren und haben viele Lesungen. Wir sind ja viel in Kitas und Schulen und wissen, dass man die Kinder zum Lesen bringen kann und man kann sie begeistern. Aber erstmal ist es schwierig. Ich komme in Schulklassen rein, erste, zweite Klasse oder in Kitas. Das kann sein, dass die Familie kein einziges Buch zu Hause hat. Und ich habe dann oft so mit gemeinnützigen Organisationen Aktionen, dass dann die Klasse, die Schulklasse oder gar jeder Schüler ein Buch geschenkt bekommt und mit nach Hause nehmen kann. Und es ist für viele ihr allererstes Buch, von mir noch signiert. Also man kann die Kids schon zum Lesen bringen. Aber man muss natürlich auch eins sehen. Als wir klein waren, wollten wir vielleicht Comiczeichner werden. Heute will man Influencer oder Blogger werden. Also die sind natürlich in der Zeit, wo die ihr Handy, ihr Smartphone in der Hand haben, ist es schwierig, noch gleichzeitig in einem Comic zu blättern. Und da muss man ja schon aufpassen, dass die, weiß nicht, meistens gibt es dann so von den Eltern so Medienzeit, hat man es mal genannt, dass man auf die Uhr geguckt hat und gesagt, okay, das Kind darf 2 Stunden pro Tag im Internet surfen oder was machen. Die gucken natürlich Filmchen an und die sind bequem. Man, ich denke auch, die Kids sind auch, ist nicht ihre Schuld, das ist die ganze Welt, wie die sich entwickelt hat, einfach auch nicht mehr so aktiv, die sind nicht mehr so kreativ, die machen nicht mehr so viel Sport, die gehen nicht mehr so raus, weil ihnen wird es ja sehr leicht, sehr einfach gemacht, einfach zu kommunizieren, zu konsumieren, Filmchen gucken, ist ja viel einfacher. Hörspiele, Hörbücher finde ich auch klasse, das ist wie beim Lesen, da entsteht im Kopf sogar dann noch ein Bild. Wie sieht der Darsteller aus? Wie sieht die Welt aus? Aber bei einem Filmchen ist alles schon vorgekaut. Und man, es gibt so eine Vielfalt von Angeboten im Netz, also visuell, die kommen ja gar nicht hinterher. Die gucken dann da ein bisschen, zack, dann wird sofort. Man, wir hatten noch Fernseher daheim ohne Fernbedienung. Weil was willst du bei 1, 2, 3 Programmen großartig rumzeppen? Am nächsten Tag konntest du dafür mit allen Klassenkameraden über die gleiche Serie reden, weil alle haben das Gleiche geguckt. Und heute ist es so eine Vielfalt. Die Comics, es liegt ja nicht an der Qualität, dass die Sachen schlechter geworden wären. Also überhaupt nicht. Aber Lesen ist schwierig, aber unheimlich wichtig auf der anderen Seite. Denn durch Lesen lernt man zu sprechen. Also Lesen, durch Lesen kommt man zum Schreiben, man kann vielleicht besser sprechen. Und ich erzähle dann auch, ich lese nicht, also wenn ich mein aus einem Bilderbuch vorlesen würde, wäre ich in 10 Minuten, in einer Viertelstunde wäre ich durch. Ich mache das ja im Dialog, erzähle auch erstmal über mich, wie kam ich zum Schreiben überhaupt und frage die Kids, schreibt ihr auch? Und auch da nachher so, wo ich dann im Nachhinein dann erfahre von den Lehrern, dass die dann schon inspiriert wurden und sich jetzt auch ein bisschen mehr Gedanken machen. Wenn ich sage, man kann sich ja Geschichten ausdenken. Die vergisst man aber wieder. Indem man schreiben kann, kann man sie aufschreiben und dann womöglich dann eben dann an mehr Leute verteilen. Und man kann da schon was verändern, aber der Trend ist natürlich, also ich glaube mal, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil wir leben halt in einer digitalen Welt. Glaubst du denn, dass es irgendwann mal wieder richtige Comic-Magazine geben wird, also in Deutschland, die wirklich viele Menschen kaufen? Es wird immer Fans und Zielgruppen geben, aber die sind, also Mainstream wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, mein. Ich habe den Vergleich gebracht, 1 Million zu 60.000, das sagt schon alles. Und es wird nicht mehr werden. Das, klar, man kann jetzt natürlich gegenrechnen, wie viel verschiedene Comic-Serien gab es früher im Handel, wie viel gibt's jetzt. Es ist natürlich viel, viel mehr. Aber es ist ja auch gerade, das finde ich ja das Traurige, dass die Comic-Heftchen für die Kinder, die werden ja
fast schon ausgewählt aufgrund des Extras. Was ist da dabei? Oh, Mensch, da ist, was weiß ich, eine Wasserpistole dabei oder sonst irgendwas. Und dann nehme ich halt das Heft, egal was es ist. Oder es ist halt gesteuert von einer Fernsehserie und also, ah, ich brauche unbedingt Prinzessin Lilifee oder das Einhorn oder irgendwas Pinkes. Ja, das lassen wir doch einfach mal auf uns zukommen, würde ich sagen, und versuchen mal einigermaßen positiv zu denken. Wer weiß, was sich da noch tut. Es gibt noch eine Sache, über die müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Ich habe das eingangs schon erwähnt, dass du bei Pferdle und Äffle beteiligt bist. Das musst du, glaube ich, jetzt mal den Leuten erklären, die nicht aus deiner Gegend kommen. Also das ging mit diesen, man nannte das ja Werbetrenner. Damals hatten es, das Werbefernsehen war ganz neu. Es war in den 60ern. Und da hat man sich überlegt, kann man überhaupt zwei Werbebotschaften nacheinander als Verbraucher, als Zuschauer überhaupt auseinanderhalten? Und deshalb haben die so Werbetrenner gemacht. Und das hat in, ja, ZDF war bundesweit, die Mainzelmännchen, ARD war das aus jeder Region, aus jedem Bundesland. Und 1960 entstanden eben für Baden-Württemberg beim SDR damals Äffle und Pferde, ein Affe und ein Pferd, Schwäbisch natürlich deshalb das Le, und die haben Schwäbisch gesprochen. Und bis 2000, kann man sagen, ungefähr, gab es das regionale Werbefernsehen. Das gibt's also seit 24 Jahren nicht mehr. Und da wir gesagt haben, Äffle Pferdle dürfen nicht sterben, dazu sind sie zu lustig und zu gut, haben wir andere Medien gefunden, als die nicht mehr im Fernsehen waren. Also ich habe dann Bücher geschrieben, in Baden-Württemberg ist die Facebook-Seite von Äffle Pferdle, glaube ich, die drittgrößte oder so. Es sind, glaube ich, nur Fußballvereine noch größer als Äffle und Pferdle. Es gibt in Baden-Württemberg, ist es eine riesige Fangemeinde. Und ich habe dann in der Zeit ab 99 habe ich, muss sagen, der damalige Erfinder ist 96 verstorben und ich wurde zu seinem Nachfolger erkoren und habe dann zuerst Geschichten geschrieben, insgesamt über 1800. Irgendwann hat man Stimmen noch gesucht, weil man wieder Filme gemacht hat fürs Internet. Und da gab es ein Casting, ich war eigentlich in der Jury und dann haben wir gemerkt, oder der Lizenzinhaber von Äffle Pferdle hat gemerkt, alle, die sich da beworben hatten, die mitgemacht haben, es waren schwäbische Comedians, es waren Musiker, die klangen nicht so wie Äffle und Pferdle. Und ich und Volker Lang, das war der jüngere Bruder vom, also Erfinder, und der war auch Miterfinder ab 1959, der hatte eine ganz ähnliche Stimme wie sein älterer Bruder, der die gesprochen hatte am Anfang. Und da ich als Autor und als Kind habe ich so kleine Gummifiguren gehabt von Bully, so wie es auch Asterix und Disney und alles gab, habe ich mit denen schon auf dem Tisch gespielt und die Stimmen nachgemacht. Und als ich dann für ein SWR Äffle Pferdle Kalender gemacht habe, habe ich die Sprüche für die 12 Kalenderblätter immer vorgetragen, präsentiert und natürlich auch schon Äffle Pferdle Stimme. Und so wusste der Lizenzinhaber, Mensch Heiko, du und Volker, ihr könnt doch auch die Stimmen. Geht doch ihr auch mal ans Mikro. Damals waren wir noch jung und haben uns geziert, haben es dann gemacht und eine andere Jury hat dann entschieden, das ist beste Äffle, beste Pferdle, und das waren dann Volker Lang, der jüngere Bruder, und ich der Autor. Und das machst du jetzt auch bis heute? Ja, da kann man mich immer noch hören. Also ich bin vor vier Jahren bin ich eigentlich dann bei Äffle und Pferdle ausgestiegen. Der Volker Lang, der ist jetzt, also die Pferdle-Stimme und Miterfinder damals, der ist jetzt auch schon 90. Wir machen ab und zu, machen wir noch irgendwelche Events. Also es gibt da den Hafer-Bananen-Blues. Das ist eine schwäbische Hymne von 1976. Der läuft immer noch hier im regionalen Radio. Es gibt auch jedes Jahr so eine SWR1-Hitparade. Und da ist der in den Top 10 meistens so auf Platz 5 und 6. Und da hatten wir auch schon ein paar Mal die Gelegenheit und hätten in einer großen Halle mit 12.000 Zuschauern hätten wir auftreten sollen, live. Aber mein Pferdle, der Volker Lang, ja, altersbedingt wollte sich den Stress auch nicht mehr aussetzen und das Lampenfieber. Und dann haben wir eigentlich schweren Herzens 2-3 Mal absagen müssen. Aber sei es drum, wir haben trotzdem immer noch irgendwelche Veranstaltungen, dann vielleicht halt nur mit 800 Personen, knapp 1000, wo wir auch den Hafer-Bananen-Blues schon live gerockt haben. So, aber wer dich jetzt mal so live erleben will, der kann das tun, und zwar bei Comics und Bier heißt eure Veranstaltungsreihe, die ihr da macht. Richtig? Ja, da reden 4 Leute über 4 Comics und trinken 4 verschiedene Biere im Tasting, und es ist eine Live-Veranstaltung und die Leute kriegen dann auch das Comic in die Hand und das Bier
in den Bauch. Die dürfen mittrinken, damit die nicht zugucken. Ah ja, da vorne freut sich einer, wie lecker das Bier schmeckt oder wirkt schon halbe, weil es nicht schmeckt und kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Deshalb müssen die mitmachen, sorgt auch für eine lustigere Stimmung. So, ich würde jetzt eigentlich auch schon aufhören wollen, allerdings nicht ohne dich als Comic-Experten jetzt mal hier um einen Comic-Tipp zu bitten. Was hast du denn da so, was man vielleicht nicht unbedingt so kennt? Puh, das fragen wir uns bei jeder Comic und Bier, bei jedem Comic und Bier Talk, weil es ist einfach Geschmackssache. Das ist genauso wie bei einem Bier, wo du außen sagen kannst, da ist das und das und das drin, das musst du mal probieren, aber es ist Geschmackssache. Deshalb ist es ganz, ganz schwierig, weil es gibt, die Vielfalt ist riesengroß nach Themen. Also es sind, wie ist es Storytelling? Wie wird die Geschichte erzählt? Ist es bildlastig? Ist es textlastig? Wie ist der Comic-Stil? Spricht mich mit der Comic-Stil an? Will ich was Historisches? Will ich Fiction, Non-Fiction? Und ich empfehle, also kürzlich hatten wir so ein Kafka, Spezial Kafka, hat ja erst kürzlich Jubiläum, Todestag. Und es gibt ganz viele Kafka-Comics. Also, wenn sich jemand zum Beispiel für Kafka interessiert, gibt es teilweise richtig spannende Kafka-Geschichten. Oder kürzlich hatten wir was, das war ein Comic, das war bisher, muss ich deshalb erwähnen, das war bisher der dickste Comic, den ich jemals in die Hand bekommen habe. Das war eine richtige Bibel. 500 Seiten. Heißt, wenn ich es richtig weiß, Christophstraße oder Kolumbusstraße. Und das ist ein deutscher Comic, eine Familiensaga. Die Geschichte von einer Familie spielt über 10 Jahre in den Kriegsjahren, 1935 bis 1945, heißt nach der Straße, wo die gewohnt haben. Ja, super, dann das recherchieren wir nach. Dann erstmal vielen Dank für das Gespräch und für deine Tipps. Ich danke dir für die interessanten Fragen, die ich hoffentlich nicht zu ausufernd beantworte, aber wir würden ja vom 100. noch ins 1000. kommen. Ja, deswegen hatte ich das ja am Anfang auch schon direkt so angekündigt, dass das hier möglich wäre bei diesem Gespräch. Also, wir belassen es jetzt dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei. Ja. Ciao. Das war die Neurotainment-Show von Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, wie wäre es dann mit einer positiven Bewertung? Und abonnieren nicht vergessen. Noch mehr Neurotainment für eine bessere Zukunft findest du auf www.simon.vision. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der Zukunft.